Das Haus wurde besetzt, zum einen aus Protest gegen die Räumung des sozialen Zentrums am Schifffahrter Damm 84 gestern Morgen, aber auch zum Aufbau eines sozialen, selbstverwalteten und unkommerziellen Zentrums. Das Haus hier ist jetzt seit circa 2 Stunden besetzt. Vor 2 Stunden sind hier die ersten Menschen aufgetaucht, Transparente wurde rausgehangen und über den Abend und morgen beginnen dann die Aus- und Umbauarbeiten, um das Ganze dem neuen Zweck entsprechend umzugestalten. Das soll prinzipiell erstmal allen Menschen zugutekommen, die an diesem Haus teilhaben möchten. Die Entscheidungen, wie das Haus konkret umgebaut wird, werden dann wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Wochen ein Prozess sein, der vor allen Dingen im Plenum stattfindet. Das Haus kann erstmal ein selbstverwalteter Ort für Kunst und Kultur natürlich sein, aber auch ganz wichtig, um sich zu treffen, um sich zu vernetzen, auszutauschen und auch ein Ansatz sein, zu versuchen, die Stadt von unten zu organisieren und so einen Gegenpol zur autoritären und kapitalistischen Stadtplanung zu entwerfen. Das ist so nicht ganz richtig. Also SquadMS ist ein Blog und quasi eine Internetplattform, der über die Hausbesetzungsbewegung in Münster berichtet. Und so eine feste Gruppe oder ein Verein gibt es halt so nicht. Wir würden uns da eher als politische Bewegung begreifen, die immer aus unterschiedlichen Leuten besteht. Die Räumung war im Vergleich zu der Räumung der Post relativ klein, was aber auch damit zu erklären ist, dass sehr viel weniger Einsatzkräfte überhaupt für die Räumung hinzugezogen wurden, aber auch damit zusammenhängt, dass die am Schifffahrter Damm nicht so eine politisch aufgeladene Räumung war, wie die jetzt beispielsweise am Hansaring, weil da gab es einen Großinvestor und einen großen politischen Konflikt, der schon seit Jahren besteht. Das halten wir natürlich trotzdem für eine Farce, besonders die Anzeige wegen Sachbeschädigung gleicht fast einem schlechten Witz, da der Vermieter das Haus, beziehungsweise der Eigentümer, der formelle Eigentümer, das Haus jahrelang vergammeln lassen hat und es dadurch etliche Schäden genommen hat, die wir halt behoben haben. Dazu würde ich aus taktischen Gründen nichts sagen. Das ist nicht ganz richtig, dass es eine Demo geben sollte. Also es wurde im Internet dazu aufgerufen, zu einem Protesttreffpunkt. Und es wurde auch ausdrücklich gesagt, dass Bezugsgruppen, Freundinnenkreise und WGs und so weiter, halt die Bezüge, die Menschen hier in der Bewegung haben, dass sie sich zusammensetzen sollen, um Aktionen vorzubereiten und dass von alleine mit Sicherheit nichts passiert wird. Damit wollen wir auch so ein bisschen darauf verweisen, dass es eine eigene Protestdynamik braucht. Ich persönlich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, jedes Mal eine formelle Demo zu machen, wo man dann einmal ein Schild hochhält und danach wieder geht. Ich glaube, man kann sich viele andere Aktionsformen bedienen, die auch praktischen Wert, wie zum Beispiel eine neue Besetzung haben. Und ich finde, da sollten Menschen und Bezugsgruppen und Freundinnenkreise ein bisschen mehr rumprobieren und ein bisschen mehr in Eigeninitiative kommen. Das würde ich mir wünschen. Und so war das angedacht.